Du struggles jeden Tag, doch du kommst nicht voran. Und noch hoffst du und denkst du, dass aus dir was werden kann. Doch immer wieder gelangst du an einem Punkt, der dir einprägt. Für dich ist ab heute Schluss, immer hast du aufgeschoben und saß noch kaum nach oben, saß noch kaum nach vorn und hast dich weiterhin nur selbst belogen. Immer gesagt, ja, ich hab doch genug Zeit und dann verging sie und dann war die Zeit vorbei. Was machst du jetzt, ha? Was ist dein Plan? Schmerzt es sehr, wenn du merkst, der Zug ist abgefahren, spürst du Reue für die Dinge, die du tatest, für die Dinge, von denen du nun weißt, dass sie dich nicht weiterbrachten, ha? Macht dich das nicht ziemlich fertig, diese Vorwürfe? Empfindest du sie nicht als nervig? Nun, wo du weißt, du bist eigentlich ein Nichts, fühlst du dich gefickt? Hat dein Leben keinen Sinn? Sag schon, wie fühlt man sich, wenn man keinen Plan hat? Erst frische 18 und schon so ein Versager, fühlst du dich wohl? Empfindest du vielleicht Neid oder hast du Depression? Willst du vielleicht gar nicht mehr sein? Steigt mit dir die Suizidrate? Erklär mir bitte, warum ich hier deinen Brief habe, der mir sagt, dass du kapitulierst und dass dich jedes Wort der Menschheit so manipuliert. Ist doch Abfuck, denn du spürst den Verlust, fühlst 24/7 immer nur diesen Frust, der dich prägt, der deine Laune lenkt, weil dir klar wird, heute gibt's kaum was geschenkt und du doch so große Ziele hattest, die du auch heute noch mit großer Mühe anstrebst, doch ey, sie geben dir keine Chance, du hast verloren und dir jede Möglichkeit selbst genommen. Ich drehe durch. Immer wieder hatte ich Hoffnung, dachte, ich komm um diese verfickte Kurve noch rum. Doch nichts ist, ich bin gescheitert, ich stand noch nie auf einer bescheuerten Erfolgsleiter. Ich hatte Pläne, ich hatte Ziele, die zerbrachen, weil mich nie jemand sehen will, weil ich nichts kann, weil ich nicht interessant bin. Was dazu führte, dass die Freunde verschwanden, ich hab schleifen lassen, also den Kontakt baute auf Gleichgültigkeit. Und hab's verkackt und nie geschafft, was ich wollte. Also gebe ich mich auf, weil ich auf mich nicht wirklich stolz bin. Was soll ich tun? Ich meine, ich pass mich an, doch kriege immer nur den Spruch, dass ich ja nicht so richtig kann. Also beende ich das, was noch kein Ende hat und mache möglich, dass mich nichts mehr treffen kann. Ist doch Abfuck, denn du spürst den Verlust, fühlst 24/7 immer nur diesen Frust, der dich prägt, der deine Laune lenkt, weil dir klar wird, heute gibt's kaum was geschenkt und du doch große Ziele hattest, die du auch heute noch mit großer Mühe anstrebst. Doch hey, sie geben dir keine Chance, du hast verloren und dir jede Möglichkeit selbst genommen.